Moin zusammen und willkommen zurück hier wieder. Die NF Marsch ist wieder am Start und ja, wir haben ein kleines Problem hier mit unserem riesen Palettentrailer. Der ist einfach zu groß. Aber wir brauchen den, der kommt. Da müssen wir da einmal ein bisschen mit Gewalt den hinten rum heben. Nützt nichts. Sonst haben wir, können wir da gar nicht weitermachen. So. Zucker einmal. Oh, und wir haben ja gesagt, mal gucken, ob das funktioniert. Gestern, es funktioniert. Diesel wird automatisch gekauft. Sehr gut. So muss das Ganze sein. So, was haben wir denn sonst noch? Der steht hier rum. Ah, ich weiß, was wir noch zu tun haben. Die waren noch da. Gut, das geht also auch nicht so gut mit dem hier. Wir brauchen den Arion hier. Axion, sorry. Wir müssen ja noch auf unserem Feld, wo die Zuckerrüben drauf waren, müssen noch Steine gesammelt werden. Das müssen wir auf jeden Fall noch tun. Das heißt, der Anhänger kommt erstmal nach Hause und dann wird der Steinesammler hier rangehängt. So, dann gucken wir mal, dass die Mistanlieferung jetzt wenigstens klappt. Ja, Diesel wird nach wie vor gekauft. Da können wir eben den zweiten Holzfäller auch eine Ladung voll verpassen. Und dann hoffen wir eben, dass wir relativ bald die ersten Leerpaletten bekommen. Weil die brauchen wir unbedingt für die Holzfäller, damit wir da ordentlich reinballern können. Was, dass eben das Sägewerk immer gut bestückt ist. So, tanken müssen wir noch nicht. Das passt. Tja, Mission. Es laufen gerade die zwei Flugmissionen. Sonst haben wir da leider auch nicht wirklich was. Tja, alles ein bisschen ruhig im Moment. Ja gut, es ist Januar, das dürfen wir auch nicht vergessen. So, das war 39, glaube ich. Müssen wir gleich nochmal gucken, dass wir da auch zum richtigen Feld fahren. So. Das machen wir mal. 39, ja. Wir haben aber auch gesagt, wir könnten uns, oder wir hatten uns überlegt, noch einen zweiten Flug zu kaufen. Das wäre doch auch noch eine Option, die wir haben. Wieso willst du jetzt nicht? Gut, dann fährst du mal los.
Also das ist der. Das ist der. Haben wir noch mehr Pflügemissionen aktuell? Ja, da wäre noch einiges. Ja, müssen wir machen. Müssen wir machen, wir brauchen den Flug. Nee. Den da in der 9 Meter Variante, wir lassen ihn bei 17. Ja, komplett in Schwarz. Kaufen, ja. So, das ist die Frage. Ja, das müsste eigentlich passen. So, wir gucken gleich mal, was uns 18.000 Liter Diesel kosten, wenn der fertig ist. Der ist jetzt bei knapp 17.000. Und 18.000 fasst das Ding, ja. Ja, dann können wir nämlich mal gucken, was hier gleich steht bei Kraftstoffkosten. 22.500. Boah, das ist nicht gerade wenig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir auch irgendwo kleinere? Feld 34. Guck mal, da fängst du an. 34. Ja, steht der Drescher im Weg? Oh, meine Güte. So, jetzt haben wir. Der kauft hier. Ach, der Axion ist da. Guck mal. Dann können wir dem ja einen Kurs programmieren. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Steine sind. Hätten wir vielleicht vorher mal gucken sollen. Aber müsste ja eigentlich nach dem Flügen. Haben wir gesehen, ist genug da. So, dann heißt das. 5,1 Meter. Keine Ahnung, wird schon passen. Wir fangen auf den Bahnen an. Scharf, ja. Hoch, runter. Wir machen mal mit zwei Bahnen überspringen. Mal gucken, ob das vielleicht besser funktioniert. So, jetzt lass uns mal kurz schauen. Ja, 5,2 Meter zeigt er auch an. Hat. So, dann fängst du am ersten Wegpunkt an. Und das ist Feld 39. Da haben wir noch keine Kurse gemacht. Feld 39. Hier, Kurs speichern. Steine sammeln. Okay. So, ah, guck mal, der nächste ist angekommen. Meine Güte, das geht hier aber rucki zucki. So, das heißt, hier nehmen wir auch den Kurs raus. 9 Meter, 3 vorgewendet, du fängst auf den Bahnen an. So, erster Wegpunkt, los geht's. Der kommt hier wieder nicht rum. Dann kriegt er einen Tritt. So, wo bist du denn gerade? Ach,
Du kommst von da unten her. Ja, komm. Dann lass uns den Diesel selbst abgeben. So weit ist das ja auch nicht mehr. Da vorne einmal rechts an dem riesen Feld entlang und dann sind wir ja quasi schon da. So, das heißt, wir werden jetzt wirklich gucken, dass wir die Flügemission durchballern. Und ich denke mal, wir werden auch einfach schon anfangen, dann Kredit zurückbezahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir aktuell aufgenommen? Okay, 2,5 Millionen, das ist halt doch eine Menge. Da müssen wir zusehen, dass wir da irgendwie zu Geld kommen. Ach genau, ich wollte noch was ausprobieren mit dem Steinesammler. Dem muss ich gleich noch was einprogrammieren. Ich weiß nicht, ob wir an die Müllgrenze rankommen diesmal. Aber ich wollte noch mal gucken, ob das inzwischen funktioniert mit dem automatisch wegbringen und wieder hinfahren zum Feld. Das müssen wir auf jeden Fall gleich noch machen. So. Was ich aber auch noch gern machen würde, ich denke, das werden wir auch machen. Wir werden, glaube ich, gleich mal die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Damit wir zumindest eine Leerpalette hier rausbekommen. Wir sind Leerpalette bei 3,8. Guck mal, wir sind da schon relativ weit. Komm, wir geben einmal Gas. So, wir sind bei gleich soweit. So, 96, 97, 98. Ja, guck mal. Da ist eine Leerpalette. Ich mach's jetzt einfach mal so, dass ich die hier mit Hand darüber trage. Das heißt, wir haben jetzt hier 5000 Liter Leerpalette. Dann gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Das heißt, wir gucken uns das mal hier an. Holzfäller. Aus 315 werden 5000. Okay, das ist eine Menge. Ja, gucken wir mal, was da passiert. Und wir haben natürlich auch jetzt schon die erste Bretterpalette. Wenn wir da jetzt einfach mal gucken. Bretterpalette haben wir jetzt hier auch 5000 Liter. Wenn wir jetzt einfach sagen würde, Bretterpalette gibt es hier nicht zum Verkaufen. Ah ja, hier oben. Bretter. Ich hoffe, dass das die richtigen sind. Am Baumarkt. 1250. Wir haben aber mal 5. Das heißt, das sind 5000, das sind 6250 Euro. Das können wir doch einfach mal austesten. Haben wir die Zeit noch? Die Zeit haben wir noch. Wir brauchen mal kurz den Palettenanhänger. Einfach nur, um mal zu testen, ob das so passt. Ob das wirklich die Bretter sind.
Ich hoffe mal, dass wir das noch schaffen. Wir haben 4 Minuten zum Beladen und darüber rasen. Schauen wir mal. So, wieso kauft der nochmal Mist? Hatte ich dem nicht gesagt, er soll nur 2 Runden fahren? Ja gut, egal. Dann eben 3. Wie gesagt, das Gute ist halt, wir können die Paletten rein theoretisch auch in unser Palettenlager einlagern. Ups. Wieso lädst du die jetzt nicht? Achso, da haben wir noch Quaderballen wieder eingestellt. So. Ja, 3 Minuten. Auf geht's. So. So, wie gesagt, wenn jetzt so eine Palette wirklich 6.000 Euro bringt, boah, und demnächst ja dann auch sparen und alles andere kommt, dann sehe ich mich auf einem sehr guten Wege. Das uns, besser gesagt. Ich sehe uns auf einem sehr guten Weg. So. Der Misttraktor steckt wieder fest da oben. Und kümmern wir uns auch gleich drum. Ups, vorsichtig. Ja, und die Missionen laufen ja auch gut. Ist zwar im Moment nur Pflügen, aber ist ja auch egal. Es muss laufen. Die Steine werden gesammelt auf unserem Feld. Das geht auch. Also, wir können mal wieder nicht klagen. So, einmal am Bahnhöfchen vorbei. Hallo. Ich bin ja schon am Überlegen, ob wir jetzt erstmal gucken, dass wir Kredit abbezahlen oder ob wir... ich bin hier, glaube ich, falsch gefahren. Oder ob wir erstmal gucken jetzt, dass wir vielleicht noch in Felder investieren oder sonstige Sachen, sagen wir mal. Der Baumarkt war doch immer hier irgendwo. Ach, da vorne. Da ist er. Guck mal, und wir haben es quasi passgenau zum Ende der Folge geschafft. Da würde ich aber gerne noch vorher schnell ein Bild machen. Von der ersten Holzpalette. So. Und jetzt rein in den Verkaufsträger. So, Geld kommt. Und es kommt eine Menge, also das passt auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, 6.200 noch was. So wie vorhergesagt. Gut, ihr Lieben, das war's für heute, für jetzt. Heute Nachmittag geht's nochmal weiter. Dann gucken wir mal, was wir dann anstellen.
Bis dahin, macht's gut und